Hallo und herzlich willkommen zum letzten Rennen in der zweiten Saison bei meiner F1-Manager-Karriere mit Williams. Und man könnte meinen, ich bin wieder da angekommen, wo ich am Anfang stand. Also im Kampf mit Aston Martin. Wie gesagt, da wird halt nichts gehen. Das ist einfach klar. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, seit wann ich nicht mehr das Auto verbessert habe. Eher sogar jetzt noch verschlechtert gegenüber zum Anfang der Saison gefühlt. Weil die fahren mit älterem Material jetzt schon wieder rum. Ich wollte da noch ein bisschen sparen, Geld sparen einfach nur. Um bei der neuen Saison voll anzugreifen und mir den WM-Titel zu holen. Du ein Unfall oder was? Oh. Jetzt fängt er schon im Qualifying so an. We retire the car. Copy. Dann soll Schau noch mal probieren, vor Stroll zu kommen. Wie gesagt, wäre jetzt da auch nicht drin. Gibt's hinter der 18. halt. Ja, dann kriegen zwar alle noch Strafen oder sehr viele, aber wir sind so. Wird auch im Rennen dann keine Chance haben. Na, Strategie, auf Strategie muss ich gehen und dann. Also von 13:15 starte ich. Und dann lassen wir es schnell über uns ergehen, sagen die wir Fahrer das so. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Abu Dhabi. Ich habe gar nicht vorne geguckt, aber das wird bestimmt wieder Verstappen sein. Ne, Perez. Verstappen von 4. Und Fahrer WM gibt keine doppelten Punkte, von daher ist es auch durch. Und da gab es schon den ersten Unfall. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sieh mal einer an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. So, Ricciardo hat nur Duren überholt. Ich dachte, wäre ein Unfall gewesen. Unfall hat es aber wohl woanders gegeben. Da ist das mit einem Unfall. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Geht aber auf Mick Schumacher. Nee, Mick Schumacher ist das nicht. Hier. Doch, Mick Schumacher ist das. Der erste Martin. DRS enabled. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Ricardo hält mit Platz 11 und ein bisschen mit. Also bleibt da in der Gruppe dran mit Ricardo, Norris und den beiden Haas. Jetzt hat Schau den Anschluss verloren und Alonso ist auch gleich vorbei. Und dann der Fehler von Duan wieder mal. Die Räder blockiert?
Der nächste Fehler von Duan. So, Chao fährt jetzt in die Box dann und holt sich seine harten Reifen ab. Hat sich da etwa jemand gedreht? Das war ein Überholmanöver von Williams. Stark. Also besser als die ersten Martins bin ich definitiv noch. Also nicht ganz da angekommen, wo ich angefangen habe, als ich angefangen habe. Auch Duan fährt jetzt in der Box. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Tsunoda mit dem Unfall. Vorne jetzt beide Ferraris, beziehungsweise Perez jetzt vorbei an Leclerc. Weil die Ferraris haben sich gut vorgeschoben. Damit Leclerc und Sainz wären Zweiter und Dritter, landen auf dem Podium in der Fahrer-WM. Red Bull aber, wie gesagt, uneinholbar vorne. Genauso wie halt Verstappen. Uneinholbar den Titel. Also, ja. Wenn er den Titel holt, ist er uneinholbar, aber sich den Titel halt holt, da er jetzt auch uneinholbar ist. Okay, there's a big crash. Probably. Alonso ist raus. Es gab einen Unfall. Ja, ich habe halt keine harten Reifen mehr, denn das ist das Problem. Und nochmal auf Mediums zu gehen, bringt es ja auch nicht jetzt. Also nicht so früh. Höchstens Soft-Soft probieren. So, Duan muss da ja noch ankommen. Ist wohl jemand von der Linie abgekommen? Safety car in this lap. Safety car in this lap. Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Wieder TRS. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Wieder ein Unfall.
klingt nach einem Unfall. Magnus und Stroll fahren auch bei deiner Box. Darf sich Duane jetzt auch seine Medium-Reifen abholen? Und Schau kämpft noch gegen Magnussen. Platz 14. Also eigentlich sollte es chancenlos sein. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? A stonking lap. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Und nächster Unfall. Ja, jetzt brauche ich aber auch nicht mehr eine Box. Das ist Quatsch. Ich hatte gerade noch überlegt, aber... Ich glaube, es gab einen Unfall. Perez hatte einen Unfall. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Auf der Verfolgung der beiden Ferraris ist ihm der Fehler passiert. Da. Meine Güte, damit kommt... PSC is ending. Stay firm on DRS. Da haben die Räder blockiert. Oh, Albon fährt nochmal eine Box. Das war ein Überholmanöver von Williams. Haas mit einem Überholmanöver. Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Jetzt hat Ricardo sich noch gedreht. Kriegen tue ich ihn nicht mehr. Nochmal ein schöner Kampf im letzten Rennen gegen Magnussen. Magnussen mit den leicht besseren Reifen. Und schauen wir uns das noch an. Leclerc gewinnt vor Sainz dieses Rennen wohl. Dritter wird Verstappen dann. Ja, deployed. Copy. Magnussen wird
versucht es noch irgendwie, aber kommt nicht vorbei. Just do lift and coast. Copy. Da ich halt noch ERS so viel habe, kommt er nicht vorbei. Und wenigstens Platz 12 noch gehalten, das ist sehr stark. Du und 15, der ist auch okay. Mit dem schlechten Auto am Ende. Damit haben wir jetzt die zweite Saison beendet. Ciao wird stark erneut in der Fahrerwertung. Hinten raus ging natürlich nicht mehr viel. Ein Podiumsplatz, zwei schnellste Runden in seiner Karriere bis jetzt. Duan das gleiche, einmal auf dem Podium die Saison gewesen, zweimal sogar schnellste Runde. In der Teamwertung guter Sechster. Wie gesagt, da ging ja auch nichts mehr. In der zweiten Halbserie, sagen wir es mal so. Nachrichten gucke ich jetzt nochmal an. Hier nochmal die Ergebnisse der Saison. Dann kann ich ja nichts mehr. Gut, dann beende ich diesen Part und dann sehen wir uns zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder. Bis dahin, macht's gut.